Ich suche eine Wohnung in Berlin. Hallöchen und willkommen zu einem Q&A. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr gerne mal wieder wissen wollen würdet, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Und die habe ich jetzt hier auf meinem Handy. Zusammen mit Levi, der mich hier tatkräftig unterstützt, werde ich die versuchen zu beantworten. Ja. Es gibt ein paar Sachen in meinem Leben, die sich getan haben, weshalb ich auch dachte, okay, es wäre mal wieder an der Zeit, so ein Q&A zu machen. Hab das aber eher so für mich behalten, aber da werde ich jetzt im Laufe des Videos eben auch drauf eingehen. Kurz und schmerzlos und knackig, somit, damit das nicht alles so ewig lange die Länge gezogen wird und so, sondern dass es einfach irgendwie ein bisschen kompakter ist. Liest du gerne? Ich lese an und für sich sehr gerne, ja. Lese aber seit geraumer Zeit viel zu wenig. Also was heißt zu wenig? Ich mache halt andere Sachen irgendwie lieber als das Lesen. Aber ja, ich lese gerne. Und welches Genre war auch noch eine Frage. Welches Genre? Ich lese gern Fantasy, Thriller, ja generell Romane. Nicht so gern mag ich... ja, was mag ich eigentlich nicht so gerne? Ich glaube, Horror ist einfach nicht so mein Genre. Aber sonst lese ich eigentlich alles. Ja, insbesondere gerne eben... was ich gerade schon gesagt habe. Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie mal Teig waren. Ja. Gibt es zukünftig mehr Kochstreams? Das kann ich noch nicht beantworten aus Gründen und Sachen. Also ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob... Also Kochstreams sind halt immer wesentlich mehr Aufwand und auch, was mich viel mehr stört als dieser Aufwand, der Aufwand wäre es gar nicht, sondern dass ich legit immer Probleme mit der Technik habe. Also ich weiß nicht, was das ist, aber ich stecke die Kamera an den PC und die Kamera hat plötzlich Verzögerungen, Lags, fällt aus, es wird kein Bild erkannt, mein Mikro wird nicht mehr erkannt, obwohl ich es angesteckt habe, wie sonst auch. Also das ist super nervig. Ich streame halt von einem Laptop aus. Und ja, irgendwie funktioniert dann nichts mehr. Also der Laptop kann nichts dafür. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber das ist irgendwie immer so, sobald ich von woanders aus streame, dass die Sachen einfach nicht funktionieren wollen, so wie ich möchte. Und das stresst mich jedes Mal ungemein. Also ich, keine Ahnung, wie ich das erklären soll, aber ich bin einfach so gestresst davon, wenn ich weiß, okay, ich mache einen Kochstream und ich will um 14 Uhr starten und dann fange ich halt irgendwie um 11 oder 12 an, das aufzubauen in der Hoffnung, dass ich es schaffe, innerhalb dieser 2 Stunden alle Probleme zu beheben oder alle Eventualitäten irgendwie ausmurksen zu können. Naja, deswegen, ich liebe Kochstreams, ich liebe IRL-Streams, ich mache sowas unheimlich gerne. Ich bin immer nur so angefressen dann, wenn die Technik nicht funktioniert, dass mir das halt die komplette Laune nimmt. Und ich überhaupt keine Lust mehr darauf habe, überhaupt zu streamen, weil ich mich so über die Technik ärgere. Tut mir leid. Also an und für sich ja. Und das alles Weitere war gerade einfach nur eine kurze Erklärung, warum sie dann doch nicht so oft kommen, wie ich das gerne würde. Nutella mit oder ohne Butter? Ja, also ich bin tatsächlich Fraktion Butter. Ich habe das als Kind oft gegessen. Also bei uns gab es eigentlich alles mit Butter. Ob das jetzt Käse war, ob das Nutella oder Marmelade war oder keine Ahnung, auf jedes... Brötchen wurde Butter geschmiert und dann kam erst der Belag drauf. So, also ich bin Fraktion Butter, kann aber auch ein Brötchen essen, wenn da keine Butter drauf ist. Macht mir jetzt nicht so viel, ist kein Drama. Höchster Berg, auf dem du warst? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so die 3000er Marke habe ich geknackt. Weiter oben war ich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber ja, ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss den höchsten Berg erklimmen. Wenn sich das ergibt, cool, gerne. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ich weiß nicht, wie es in ein paar Jahren aussieht, aber gerade kann ich gut damit leben, noch auf keinem 4.000-5.000er gewesen zu sein. Mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich selbst in 2 Jahren? Ja, Leute. So, jetzt zu dem Thema, wo ich dachte, was könnte ich euch mal erzählen, beziehungsweise ihr werdet es ja auch mitbekommen. Und deswegen möchte ich das Ganze offen und ehrlich kommunizieren. Okay, wo fange ich an? Am Anfang. Ja, der Anfang ist wahrscheinlich so dieses ganze Thema, wie geht's dir und so weiter und so fort. Irgendjemand hat auch gefragt, wie es mir geht. Mir geht's jetzt wieder besser. Mir ging's aber tatsächlich Anfang des Jahres bis, ja, ungefähr jetzt so vor einer Woche ziemlich bescheiden. Das lag daran, dass
zum einen Corona oder die Pandemie an sich irgendwie ziemlich gekickt hat für mich und zum anderen daran, dass sich meine Beziehung dem Ende zugeneigt hat, dass meine Beziehung jetzt auch keine Beziehung mehr ist, dass ich mich getrennt habe und ja, das hat mich so am Anfang des Jahres extrem runtergezogen und sehr unglücklich gemacht, wodurch ich extrem wenig geschlafen habe. Ich will jetzt auch gar kein Mitleid oder so. Ich glaube, jeder macht irgendwann mal eine Trennung mit und kennt das. Nur war das halt Anfang des Jahres jetzt der Fall. Und normalerweise rede ich ja eben nicht über Beziehungen und so weiter und so fort, weil das so mein Ding ist. Aber irgendwie finde ich es schwierig, euch Step 2 zu erzählen, ohne das gesagt zu haben. Denn dadurch, dass ich ja jetzt Single bin und für mich schon immer Berlin relativ reizvoll war, einfach weil es da wesentlich mehr Möglichkeiten gibt als hier in Bayern in einem Dorf, habe ich beschlossen, dass ich versuchen werde, in Berlin eine Wohnung zu finden. Das steht jetzt also an, weil meine Wohnung ist gekündigt und das heißt, ich suche eine Wohnung in Berlin. Gott, ist das verrückt, das auszusprechen, weil ich weiß, dass es jetzt einfach auch noch andere Leute sehen und ich weiß, dass es noch nicht mal meine ganze Familie weiß. Heißt, ihr wisst es jetzt einfach von meiner Familie bzw. manchen Teilen meiner Familie. Ich bin gespannt, ich hoffe irgendwie eine Wohnung zu finden, aber ich habe schon angefangen zu suchen bzw. auch schon Leute angeschrieben und ich muss sagen, frustrierend beschreibt nicht annähernd die Situation in Berlin, was Wohnungen aktuell angeht. Es ist nicht schön und deswegen hoffe ich, dass es da irgendwann irgendwas gibt, bei dem ich mich sehen kann. Ja, also das heißt, die Frage war eigentlich, wo siehst du dich in 2 Jahren? Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sage ich dann auch, wenn ich in Berlin bin, Alter, das ist Großstadt. Ich komme überhaupt nicht klar. Ich will zurück in mein Landnest. Ich will das Dorfei sein. Lasst mich in Frieden. Ich gehe wieder. Aber ich hoffe, in 2 Jahren noch in Berlin zu sein. Also ich liebe Bayern. Ich will auf jeden Fall irgendwann auch wieder zurück nach Bayern. Aber ich möchte jetzt erstmal nach Berlin und mich da vielleicht ein bisschen mehr ausfalten, was so Streaming und alles drumherum angeht. Ja, das ist eigentlich auch schon so das, wo ich dachte, da verdrücke ich mich, euch das zu sagen, weil ich irgendwie, ja, das ist sehr privat und ich hatte ein bisschen Angst, euch etwas so Privates zu erzählen, weil mit sehr privaten Einblicken ins Leben macht man sich ja auch immer angreifbar. Aber ja, hab jetzt beschlossen, ich erzähl's euch. Und jetzt wisst ihr Bescheid. Auf was bist du spieletechnisch gespannt? Kommende Releases 2021 und 2022? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil ich nicht auf dem Schirm habe, was, wann, wo, wie genau released werden soll. Das nächste Game, auf das ich mich aber freue, das released wird, soll angeblich im Mai released werden. Das ist Below Zero, Subnautica. Und da bin ich gespannt, weil ich schon mal so ein bisschen in der Alpha gespielt hatte, aber danach haben sie wohl die ganze Story nochmal umgeworfen und jetzt freue ich mich sehr darauf. Generell mag ich aber Story Games ganz gerne und freue mich dementsprechend natürlich immer, wenn Story Games rauskommen oder eben auch so kleine Koop Games. Also das letzte Game, was ich sehr geliebt habe, was für mich so ein absolutes Jahreshighlight bis dato war, war auf jeden Fall It Takes Two. Das habe ich zusammen mit Niklas gespielt und es war unheimlich schön. Falls ihr das also noch nicht gespielt haben solltet und irgendwie jemanden habt, mit dem ihr das spielen könnt, macht es. Es ist einfach sehr, sehr schön, sehr entspannend und auch sehr, sehr witzig. Also man kann viel lachen und vielleicht auch ein bisschen weinen, weil nicht immer alles ganz witzig ist in dem Spiel. Aber egal, ich rede zu viel. Ich würde sagen, falls ihr die Möglichkeit habt und es noch nicht kennt, dann guckt es euch mal an. Oh Mann, ey, ich sitze auf dem Boden und eventuell tun meine Knie ein bisschen weh. Ich habe mich gerade mal umpositioniert. Eine Frage machen wir noch. Schaust du Arcane auf Netflix im Herbst? Oh ja, sowas von werde ich das gucken. Ich hoffe nur, dass es die Erwartungen erfüllen kann. Weil ich glaube, dass meine Erwartungshaltung, ich weiß nicht, wie es euch geht, sehr hoch ist irgendwie. Also ich erwarte viel. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich erwarte sehr viel. Ja, das waren die Fragen für heute. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr geschockt.
Und ich freue mich auf eine sehr ungewisse Zukunft. I guess. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Levi geht jetzt auf, heißt perfekter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Tschüss!